Manchester Uniteds Trainer José Mourinho hat sich erneut gegen die mediale Kritik an ihm nach dem schwachen Saisonstart der Red Devils in der Premier League verteidigt. Erlebe die Premier League live und auf Abruf auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Ich bin Trainer bei einem der größten Clubs der Welt. Aber ich bin auch selbst einer der größten Trainer der Welt, sagte Mourinho am Freitag auf der Pressekonferenz vor der Partie beim FC Burnley am Sonntag. José Mourinho forderte schon nach Pleite gegen Tottenham Respekt ein. United hatte nach dem schmeichelhaften Auftaktsieg gegen Leicester zunächst mit 2:3 bei Underdog Brighton verloren und war vergangenen Montag Tottenham zu Hause mit 0:3 unterlegen. Nach 3 Spieltagen rangiert Manchester daher nur auf Platz 13 der englischen Belletage. Bereits nach der deftigen Pleite gegen die Spurs hatte sich Mourinho auf seine ganz eigene Art und Weise gegen seine Kritiker gewehrt. Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel verwies der 55-jährige Portugiese darauf, dass er mehr englische Meistertitel gewonnen hat, 3 alle mit Chelsea, die Red, als alle anderen aktuellen Premier League-Trainer zusammen. Mehr zu José Mourinho und Manchester United.